Das österreichische U19-Frauennationalteam startet in Bad Wimsbach siegreich in die EM-Qualifikation. Die Mannschaft von ÖFB-Teamchef Michael Steiner setzt sich zum Auftakt gegen Israel mit 2:0 durch. Ja, ich glaube, mit dem 2:0 können wir zufrieden sein. Es war ein Quali-Spiel, es war ein Pflichtsieg. Aber an den anderen Sachen müssen wir arbeiten. Wir müssen an der Genauigkeit arbeiten, wir müssen an den Chancenauswertungen arbeiten. Also für die nächsten zwei Spiele haben wir noch viel vor. Man darf ruhig sicher Siege mitnehmen, obwohl die Leistung natürlich nicht gut war. Aber das glaube ich, ist in der Phase einmal drinnen. Die ÖFB-Damen zeigen sich von Beginn an dominant, kommen zunächst allerdings nur zu wenig klaren Torchancen. Vor rund 300 Zuschauern setzt sich das U19-Frauen-Nationalteam in der Hälfte der Gegnerinnen fest. Nach zu ungenauen Abschlüssen bringt schließlich ein Konter, der von Katja Wienerreuther abgeschlossen wird, das langersehnte 1:0. Da haben wir eben einen Konter braucht, der sehr, sehr gut gespielt war wieder. Und ja, der hat dann schon etwas Vertrauen gegeben. Ja, ich denke, dass die Tore wichtig waren. Und ja, ich freue mich für die Mannschaft, dass wir 2:0 gewonnen haben. Nach dem Seitenwechsel verabsäumen es die ÖFB-Frauen, den Vorsprung auszubauen. In Minute 67 muss schließlich Keeperin Christine Kramer angeschlagen vom Platz. Sie wird durch Andrea Gurtner ersetzt. In der Schlussphase kann das U19-Frauen-Nationalteam die Überlegenheit doch noch in einen Treffer umwandeln. FC Bergheim-Stürmerin Katja Wienerreuther macht in der 86. Minute den Sack zu und schnürt somit einen Doppelpack. Die Anna Bärreuther, die reingekommen ist, die hat gleich richtig Fahrt eingebracht und die hat eine super Auflage gemacht. Und die Katja Wienerreuther war halt richtig gut drauf und hat das 2:0 gemacht. In der Schlussphase hält Ersatzkeeperin Andrea Gurtner mit einer starken Parade noch die Null. Nach dem erfolgreichen Auftakt geht es für das ÖFB-Frauennationalteam in der EM-Qualifikation nun am Freitag gegen Lettland weiter. Ja, ich denke, dass wir mit mehr Selbstvertrauen spielen wollen und einfach ja, schneller in die Tiefe wollen und halt dann auch die Tore verwerten und die Torchancen nutzen. Einen ähnlichen Gegner, sage ich jetzt einmal, der tief stehen wird. Und ich denke, dass wir uns da vor allem im Ballbesitz besser präsentieren werden. Wir erwarten eine Leistungssteigerung von uns. Also das ist unser Ziel, es ist das zweite Spiel. Es ist wieder Pflichtsieg und wir werden wieder alles geben, dass wir das Spiel gewinnen. Gespielt wird in der Dana Arena in Windischgarsten. Anpfiff ist um 16 Uhr.